was hat das jetzt auf sich? Lockt das jetzt solche komischen Pixie an? Solche fliegenden Schweine oder was das darstellen soll? Oder muss ich ein Schwein kaufen und das muss ich zu Pixie umändern? Pixie. Sieht überhaupt da drin aus? Oh, süß. So, das müsste jetzt eigentlich ungefähr die Größe sein, wa? Weiß ich jetzt nicht. Wir versuchen es mal. Baumeister! Baumeister! Baumeister? Baumeister! Baummeister. Schwanana. Schwanana war ja das Pokémon. Ja, das Problem ist, kann ich das einfach hier hinbauen wegen dem Land oder was? Ja, das sollte. Ja. Ihr habt's nicht leicht. So, ja, ein bisschen. Hier das Wasser wieder machen. Die Binsen brauche ich dann auch nicht mehr, kann ich jetzt auch loswerden eigentlich. So. Ofen. Das hier auch und das auch. Minbör. Bauen wir die 60.000. So, du fress mal deine 8 Stück. Ein bisschen hopper. Hoppig. Hoppler, bisschen schneller. Meister fertig. Ich muss natürlich wieder alles schön machen hier. So, wieder den Rückenschlag sozusagen aufmachen. Alles duttig hier. Alles ist voll duttig mit deiner geilen Mutti. Alles ist voll duttig mit deiner geilen Mutti. Wer kennt das?
Das ist übelst cool. Na, Kollege, sieht aber nicht schön aus hier, ne? Wird aber nicht besser, wie es aussieht. Baumeister zurück im Lade. Ja, war mal so geil, wenn dann so ein anderer Gärtner irgendwie so mit vorbei und so guckt, du bist also der Neue, zeig mal, wie sieht denn dein Garten so weit aus, wow, hat sich einiges getan und so, das ist ja irgendwie so cool, so einen coolen Freund irgendwie, so richtig, so einen coolen Freund halt haben hier, nicht so das, was man hier so vorgesetzt bekommt. Als Freund. Der mit so richtig coolen Geschenken um die Ecke kommt irgendwie. Ja, ich hab das und das irgendwie zu viel, brauchst du das irgendwie zur Zeit? Oder sowas, das ist ja voll cool. Dass du auch zu ihnen sagen kannst, hier, ich hab jetzt die und die Pflanzen zu viel, oder die und die Samen zu viel, oder das und das Pinata zu viel, dass du halt dann mit denen so ein bisschen tauschen kannst, das wäre auch cool irgendwie. Sagen kannst, jo, ich brauch das und das. Er sagt dann, jo, ich brauch das und das. Und dann tauscht er als schön. Das wäre nice. Buddeln, 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 schwappdiam. Es ist ultra spannend, wenn ich jetzt noch bedenke, dass ich den ganzen scheiß Wiki noch machen muss. Aber man will es ja schön haben, ne? Man möchte ja was vorzeigen können. Was ist eigentlich jetzt mit dem Mean Burr? Hat mal irgendwie was gespachtelt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. München. Das war's. So, ich hatte immer noch das scheiß Pferd. Aber ich weiß noch, wie ich das Pferd behalten werde. Ganz ehrlich. Ist jetzt nicht so unbedingt der Knaller. Aber ich möchte natürlich noch dem anderen Typen, der mir die Musik freigestellt hat, das war ein Engländer. Glaube ich zumindest, dass er ein Engländer ist. Jedenfalls. Ja, ein Deutscher oder Schweizer oder Österreicher. Einen schönen Gruß erstmal an die noch, ne? aber er hat mir ja trotzdem Musik freigestellt und dann möchte ich ihm natürlich auch danken. Der heißt halt Pony Brownie. Und was würde da besser passen als Hostaccio, ne? Ha, ich hab den Namen zum ersten Mal richtig ausgesprochen, ey. Weiße. Ich glaube, hier ist so eng, da kannst du nicht mal richtig aufmachen hier alles. So, jetzt geht's dann aufeinander zu. Sehr schön. Die Katze guckt mich gerade an, als wenn sie gerade kacken würde. Aber das ist sie nicht. Ich werde immer noch jetzt auf den Crocodile-Typen. Mein Kater will gleich wirklich kacken hier irgendwie. Eichsel, mein Kater kackt mir gleich hinten rein. Was soll der Scheiß? Psst. Mecker, mecker, mecker. Mecker, mecker, mecker. Ich wollte dir vor die Füße scheißen als Dankeschön. Dass du mir jedes Mal was zu fressen gibst. Chico, jetzt hör auf, da rumzuschnuppern. Da ist nix. Feierabend. Fressen ist scheiß Vieh. So, das machen wir jetzt noch hier. So ein Scheiß, wenn ich jetzt das hier mache, haut's hier raus. Wenn ich das hier mache, haut's da raus. Was zum Fick?
Okay, gut, das ist jetzt so. Ist jetzt so wieder besser. Mitten auf dem See halt, das ist doch auch schön. Dementsprechend. Alter Schwede, was ist hier los? Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Oh, ich habe hier was gemacht, was ich nicht darf. Und jetzt hat er mich deswegen schon zweimal weggescheucht. Jetzt mache ich das nochmal, um zu gucken, ob ich das darf oder nicht. Katzen sind so dämlich. Entschuldigung. So, ist jetzt hier noch irgendwas draußen? Nein, hier ist nichts mehr draußen. So, Leute. Ihr habt hier überall Platz, euch zu expandieren. Geht alle in eine Richtung. Das macht so viel Sinn. Was? Am besten eines von den wertvollsten. Wir brauchen ein einzelnes Pinata. Am besten eines von den wertvollsten. Oh, jetzt sind natürlich die ganzen Äpfel hier verdorben, du scheiß Mistmann, Drecksvieh, Alter. Ich wollte mal den Dragonfly dahin schicken. Obwohl, jetzt habe ich vergessen, die Dragonflies zu benennen, ne? Das kommt auch noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Äpfel kaufen gehen. 8 Stück braucht er, 1 liegt noch da, aber das ist ja auch demnächst fort. Bombe. Ja, auf jeden Fall. Gib mir die Äpfel jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, das ist ein Dannzapfe. Dannzapfe sind schlecht. Er ist natürlich halb so gut. Super, das ist jetzt auch noch ein Honigding. Alter Schwede, jetzt muss ich noch Honig und Tanzabdruck rufen. Ich will doch mal jetzt zu die 100.000 kommen. Gibt einen Erfolg. Hier will ich nicht hin. Ne? So, nochmal ein Tanzabdruck. Jetzt mal Honig her. Check this out. Zu den Objekten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gleiche, gleich. Zurück. So, Wo sind die Dragonflies? Wo sind sie denn? Ich hab doch 2 Stück davon. Wo haben wir... Alter Schwede! Dragonfly. Ich seh nur deine Nummer, dass es dich immer noch wundert. Du hast Scheiße erzählt und ich hab dich mal bewundert. Jetzt hast du mich. Und ich hoffe, dir geht's besser. In der Licht bist du zerrissen, tust nur stark ohne zu wissen. Ich zerbreche deine Träume und der Track ist diesmal echt für dich. Ich hoffe, du bleibst in deiner Stadt und dass es bald ein Ende gibt. Du bist naiv, keine Augenwischerei. Ja, du armes kleines Mädchen, meinst du mir, ich bin aus Stein. Shit, wie drauf kann man sein, deine Schwächen entdeckt. Ich hab dich abgeschossen, denn im Grunde lieb ich nur Web. Mit euren Lügen seid ihr stark, doch bekommt nichts auf die Reihe. Und ich verändere deine Stimmung mit kommt nur einer Scheißzeile. Mir egal, was du denkst. Mir ich egal, Äpfel, was mal war, doch du kriegst eine Träne und die füllt sogar dein BH. Es hätte alles anders laufen können, doch du wolltest es so. Du tust auf schlaues Mädchen und ich frag mich immer noch, wieso. Oh, meine Dragonfly geht's nicht so gut.
Lauf jetzt drauf dran. Warum? Achso, das ist immer das alte Sweet Tooth. Okay, ich weiß echt nicht, was ich brauche. Ja. Da läuft die Apfelhöhe. Das ist eine weiße Flutterscotch. Wie geht's dir so? Mir geht's gut, bei mir ist alles easy. Auch wenn jetzt die Wolken dunkel sind, vergesse ich dich bald wieder. Schick mir keine SMS und ruf mich bitte nicht mehr an. Ich lösche deine Nummer, geh ans Telefon und frag, wer dran ist. Du findest das arroganter, wenn ich... Och, jetzt sag nicht, der ist jetzt schon wieder hier drinnen gefangen. Lass ich keine an mich ran. Zwar geh ich meinen Weg alleine, ich hab keiner meiner Seite, aber wenigstens werd ich nicht so wie super, du. Super, hat mit seinen Ninja-Fähigkeiten ist er rausgekommen. Vor, du hast nur geträumt wie John Dory. So, da ist mein Bür. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der jetzt noch hier braucht. Und ganz ehrlich, den werden wir nicht behalten. Ganz süß und so, aber... Leute, weiße Flutterscotch. Deine Gefühle so groß, du willst weiterkämpfen los, aber ich glaub nicht, dass sich das für dich noch ansatzweise lohnt. Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt, ich glaub es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst, dass ich gar nichts mehr will. So phrasen, Digga. Tagelang am Trauern, weil du dir was vorgemacht hast, aber alles nur ein Traum. Heute ist es nur ein Trauma, du kommst nicht mehr von mir los, dieses Leben ist ein Test und die Prüfung war zu groß. Willst du mich verarschen? Das ist jetzt ein komplett anderer hier. Ich werd irre. Verrückte Mongos. Eigentlich wollte ich noch so einen Burn hier heute mal kriegen jetzt. Ich find's lustig. So, eins... Ey, es kann jetzt nicht dein Ernst sein. Jetzt haust du wieder ab, oder was? Ja, friss jetzt alles hier auf, Kollege. Alles. Ich bring dich um, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Jetzt habe ich keine. Jetzt muss ich ein neues Glas Honig kaufen. Nochmal neue Haselnüsse. Weil das wieder ein komplett anderer Fizzly Bird war. Ist der Tag bloß geblieben? Ist jetzt nicht dein Ernst, Digga. Also abgemacht. Kein Kredit, keine Rückerstattung. Gekauft wie gesehen. So. Ja, das soll es sein.